Ich möchte nur mal wissen, wie man an die Zusatzinformationen von Lucy Stillman und so weiter rankommt. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Gekauft ist es. Es ist installiert laut Steam, aber gut, bis gleich, Leute, ne? Es wird wieder eine kurze Unterbrechung geben und ja. Oh, ist das blöd. Ist das immer blöd hier mit dem Ein- und Ausschalten? Also momentan. Erinnerungssequenz archiviert. Leerlaufparameter werden neu kalibriert. Fertig, Lady? Ja. Also ich denke, ich werde jedes Kapitel in eine einzelne Folge legen, weil im Schnitt habe ich jetzt mit 20 Minuten. Vielleicht wird es noch schlimmer, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, es läuft darauf hinaus. Ich wollte raus. Wollte mein eigenes Leben und selbst entscheiden. Okay. Na dann. Cool. Es ist durchgängig, das ist echt durchgängig, das Kraftfeld. Ernsthaft? Müssen wir wohl erstmal nach unten. Was ist das? Das muss. Ach so, dafür ist hinten die Hand da. Das heißt, es muss erstmal deaktiviert werden. Gut, wir gehen jetzt erstmal nach unten. Ich muss erstmal an dem Kraftfeld hier vorbei. So viel dazu. Wir gehen dann mal wieder hoch. Oh nein, ach komm schon, Desmond. Das Krasse ist, er fühlt seinen Körper nicht, aber ich höre Schritte. Also er muss ja irgendwo da sein, physikalisch. Mann, Mann, Mann. Ich war 16. Wo ich hin wollte? Keine Ahnung. Hauptsache weg. Das war's. Das war der Plan. Kein allzu guter. Gut, das war jetzt am Ende doch ein bisschen einfacher als erwartet, aber schalt mal um hier. Die ahnten nicht, was ich vorhatte. Ich wusste ja selbst nicht, was ich tat. Ich ging einfach weg. Jemand merkte, dass ich fehlte. Sie riefen. Ich rannte los. Desmond! Desmond! Okay, das heißt, ich muss mich beeilen. Ich muss mich sehr beeilen.
irgendwas übersehen? Nee, ne? Okay. Okay. Also das ist ja schon irgendwie ein bisschen... Wow. Ich bin gerannt und gerannt und gerannt. Das ganze Training zahlte sich endlich aus. Natürlich. Oh mein Gott, okay. Ist die Frage, geht er wieder erneut von da los? Wo gehe ich denn jetzt hin vor lauter Schreck? Am besten wieder hoch, ne? Er kommt zurück. Okay, das heißt, wir können ihm hinterher bauen. Gott, es war so dunkel, als ich ging. Wow! Der Wald, endlos. Ich wagte mich nicht auf die Straße. Muss ich eigentlich hin? Da unten bestimmt irgendwo, ne? Ich sehe mein Ziel nicht mal. Der kommt auch gerade. Der andere geht noch. Muss ich hin? Dahin. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hinter mir. Desmond? Wo bist du? Mutter rief nach mir. Flehte, dass ich bleibe. Ich wollte nicht. Ich lief den Hang hinunter. Dann kam ich an einen Bach. Dem folgte ich zu einem Fluss. Und dem Fluss bis zu einer alten Zufahrt. Erzählt jetzt die Geschichte, wie er das erste Mal von Abstergo gefangen genommen wurde, ne? So ein bisschen war ja im ersten Teil schon zu hören von Lucy. Wo Lucy noch im Leben war. Oh Gott, okay. Ein Windkanal. Na dann. Ich würde gerne mal absetzen, danke. Jetzt werde ich wahrscheinlich von meinen eigenen... Das wirkt ziemlich stürmisch da unten, ne? Okay. Upsala, okay. Runter und jetzt muss ich wieder hoch. Wow, wow, das ist unfair. Das ist mies. Das ist echt mies. Hoch muss ich nicht. Das war ein Irrtum. No! Oh, come on! Weil ich wieder so geizig war. Das ist eine gute Idee, wa? Okay, auf jeden Fall ist es ein Checkpoint.
Wow. Das ist krass. Moment, wie mache ich das denn? So? Ich lief stundenlang an diesem Tag. Die Sommersonne hielt mich warm bis zum Abend. Okay. Hielt dich warm. Warm ist doof, nicht, oder sagen wir mal, nicht immer gut. Wir müssen runter? Wir müssen runter. Fuck. Okay, jetzt geht's gleich runter. Wir wollen aber nicht. Nach der Dämmerung fand ich eine Lichtung und schlief unter den Sternen. Ich habe nie besser geschlafen. Weder davor noch danach. Aus Angst ging ich zu Fuß. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich verlief mich in der Einöde, einen Tag lang. Kam mir vor wie eine Woche. Ein endloser Ozean verdorrter Erde. Unglaublich, wie tot ein Ort aussehen kann. Ich werde sterben, ne? Tut mir leid. Ich kann das echt nicht kontrollieren, weil ich werde hier sterben. Weil ich halt echt erkältet bin, das ist, es kommt einfach. Ich hoffe nur, es wird nicht noch sonderlich viel schlimmer. Hm. Nur mal ein bisschen Panik, dass ich dieses komische Emblem übersehe. Schließlich traf ich ein paar Mädchen aus Illinois. So lebhaft, so nett. Eine Tagesreise nach Omaha, noch eine nach Chicago. So, so. Chicago. Ach, dann wurde er bestimmt in Chicago gefangen gehalten. So, wartet mal. Wie weit geht das Ding? Ich weiß, das ist total blöd. Aber ich denke ja mit. So, okay, der ist durchgängig. Das ist scheiße. Hier muss ich genauso arbeiten. Vielleicht sogar noch einen mehr. Wartet mal. Wenn es klappt, dann gehe ich gleich hinterher. Wenn er mir ihn wegreißt, ist natürlich scheiße. Wow. Und dann irgendwo sagt dir irgendwer: Wenn du nichts hast, geh nach New York. Wenn du mit nichts wieder gehst, wird niemand Fragen stellen. Und wenn du nur etwas erreichst, bist du ein unglaublicher Glückspilz. Was ist denn das da unten? Wie ich Bock habe, rauszufinden, was das da hinten ist, diese Nische. Allerdings, das ist halt die Frage. Er befindet sich schon drin, okay. Bringt also nichts. Wenn der andere wieder runtergeht, dann werde ich mein Glück versuchen.
Ich gehe allerdings erst rüber, weil ich glaube, dass es dann ein Checkpoint ist. Wenn es da drüben denn so grisselt. Oh nein, das ist natürlich epic fehl. Also ging ich hin. Was? New York City. Zwischen Wolkenkratzern und U-Bahnen, Schmutz und Irrsinn. Rein in die verrückte Masse. Nichts. Nichts. Toll. Okay, huch. Okay. Das war aber ein Versuch wert. Ich musste halt mal gucken. So, und wie man sieht, fehlt mir tatsächlich ein Emblem. Weil ich glaube, es gibt zwei pro... Oder habe ich zwei? Ah, ist ja auch egal. Ich hole sie, wenn, dann wieder für mich und dann, ne? Wir sehen uns am nächsten Spiegel. Spiel. Am nächsten Spiel. Dann bis gleich, Leute. Schließende Datenfluss. Escape to New York. Okay. Den. Die anderen beiden Säulen sind heil, by the way. Fällt mir jetzt gerade auf. Die beiden Säulen sind plötzlich heil. Also werden die wahrscheinlich aktiviert, wenn ich die beiden... Die waren nämlich mal zerstört, tatsächlich. Ich erinnere mich. Okay.